mir einmal schön Wolle besorge und die Viecher hinterher wieder ein bisschen spawnen können. Lol, geile Spawnung dahin. Spawnung, Mist, jetzt ist mein Sch. Zum Glück habe ich immer ein Ersatzschwert dabei. Kaputt. Ja, ach, da bist du. Ich dachte, du bist da hinten, nach da hinten weggerannt. Ein Dschungelbinom. Yeah. Da können wir ja ein Baumhaus irgendwann bauen. Ich baue gerne Baumhäuser. Aber das ist immer so ein bisschen riskant, wenn man... Baumhäuser haben es leider so an sich. Ist mir schon passiert. Stellt euch einfach vor, eine Leiter, ihr krabbelt so an den Lianen hoch wie an einer Leiter und dann kommt ihr so rein und diese ist so ein Deckel drüber, also wie so eine Klappe. Ihr habt gemacht, da lauft da so, krabbelt ihr so die Lianen hoch, dann macht ihr die Klappe auf, kommt rein, macht die Klappe zu, guckt so rein, lauft 2 Meter in euer Raum rein, im Baumhaus und da kommt hinten um die Ecke ein Creeper aus. Schön. Natürlich könnt ihr einfach auf einfach stellen, aber wenn ihr auf einem Server spielt, was bei mir der Fall war, und das nicht geht, dann habt ihr 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ihr rennt. Die Musik mag ich nicht. Also diesen kurzen Soundteil. Besonders nicht, wenn ich unter der Erde bin. Dann habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr rennt vor diesem Scheißvieh 10 Meter andauernd im Kreis rum und hofft, dass das Vieh irgendwann keinen Bock mehr hat. Oder ihr schlagt euch mit dem Vieh. Und das geht hoch. Und wisst ihr, was passiert, wenn man in einem Baumhaus, was aus einem Stock besteht, wenn so ein Creeper in einem Baumhaus hochgeht, das Baumhaus ist weg. Zumindest halb weg. Das war's dann. Ja, nee, das ist auch mein Kommentar dazu. Das ist scheiße. Ich bin damals noch rechtzeitig rausgekommen und hab das Vieh dann irgendwie aus dem Baumhaus gelockt und dann ist es mir auf den Kopf gefallen und da explodiert. Und im Endeffekt war dann zwar nicht das Baumhaus weg, aber der Baum, also der Baumstumpf. Da musste ich dann den Baum nach 1 Minute zurückspulen, habe oh, Eisen! Nein, nicht zurückspulen. Eisen können wir immer gebrauchen. Ich höre irgendetwas. Ich sehe aber nichts. Tun wir so, als hätte man nichts gehört. Wir bauen einfach das Eisen ab und hauen dann wieder ab. Eine Tour, also ab und zu sollte man auch mal eine Tour machen, wo man sich neue Mineralien holt bzw. eindeckt. Nein, die nehme ich jetzt nicht mit. Und ja. Das war doch vorhin dieser... Oh nee. Toll. Super. Und der Charakter grinst schön weiter. Grinst eigentlich gar nicht, aber... Supi, tolle Laune. Oh, Chickies, Chickies, Chicken! Ja, ich freue mich immer, wenn es Chicken gibt. Hähnchen, ne? Sorry, aber jedes Mal, wenn ich ein Chicken sehe, muss ich es, ja. Das war noch diese komische Stelle vorhin, wo die, wo ich mich so kaputt gelacht habe, weil es so geil aussah. So. Geil, Level 10 ist das Haha hier. Und noch mehr Chicken. Und noch mehr Schafe. Ich glaube, dann haben wir gleich genug. Jetzt ist leider... Ja gut, es regnet. Jetzt können wir die Sonne nicht sehen. Ich denke mal, so halb am Tag, wir sollten langsam nach Hause gehen. Nicht, dass es auf einmal dunkel wird. Ich weiß gar nicht. So weit sind wir zwar nicht weg von zu Hause. Es ist irgendwo da hinterm Hügel, aber... Nichts. Ich möchte nicht so spinnen. Ist bestimmt irgendwo bei mir unter den Rad oder den Füßen irgendwo eine Höhle oder so, wo eine Spinne ist. Bin mal gespannt, wann wir unseren ersten Spawner finden. Jetzt ist das Ding schon wieder kaputt. Jetzt. Mehr? Lol. Cool. Da haben wir auf der Karte jetzt ziemlich viel Wasser dann. Dann zwingt mich diese, ich werde hier beobachtet. Dann zwingt mich quasi mein eigenes Inventar, obwohl ich mir eine neue Hacke craften könnte, ein Schwert, zurück nach Hause. Ja, guck mich nicht so an. Ja. Und krieg auch keine, keinen Anfall. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre Gewitter. Na, endlich. Weil hier, wie weit es da runter geht, das ist tatsächlich näher. Binomen, das sind doch Binome, gell? Ja, so ein
Wie nur mehr. Mit ein paar Inseln ab und zu. Und komisch, dass da hinten eine Sumpflandschaft gespawnt ist. Also kreiert wurde. Hier haben wir Graslandschaft, Hügellandschaft, ein Meer, extreme, also Extreme Hills, also große Hügellandschaft, Berglandschaft halt. Da hinten ist Dschungel und hier haben wir Sumpf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf einmal. Ich würde 5 auf einmal an einer Stelle, wo sie sich kreuzen, das wäre nicht schlecht. Unterstellen. Oh, oh. Jetzt habe ich keinen Regenschirm dabei. Zum Glück brauchen wir ja keinen. Ah, ich sehe es schon. Da, die Sonne geht unter. Jetzt sollten wir uns langsam aufmachen, dass wir nach Hause kommen. Wenn es regnet, können tagsüber sogar Monster spawnen. Das ist das Problem, weil bei Regen ist das Lichtlevel. War das doch niedriger als 7? Oder 7? Auf jeden Fall können am Tag Monster spawnen. Und ich höre schon wieder irgendwas. Mehr als nur Regen. Nein, das war... Hä? Achso. Das war das, wo die Schafe dort gesessen haben. Und jetzt auch komisch, weil jetzt spawnt auf einmal nichts mehr. Ja doch, da sind Schafe. Ich fühle mich dann so alleine und verlassen. Und das sieht geil aus. Am besten bauen wir uns da oben irgendwann mal einen Ausguck. Und ja, genau, hier war die. Und da hinten ist noch so was. Also das hier. Früher gab es nur sehr selten, also in der 1.3-Variante, vor der Open Beta gab es ja... Habe es mir vor, die sitzen da immer noch drauf. Wow! Ja, man sollte nicht so viel quatschen, sondern auch gucken, wo mal jemand läuft. Zum Glück war da kein Creeper oder so ein Vieh. Und das wird wirklich verdammt dunkel. Wo war ich jetzt? Früher gab es vor der Open Beta, was ich da gespielt habe, nicht so oft irgendwelche fliegenden Teile einer Landschaft. Da ist schon der erste. Oh Mann! Erschreck mich nicht so. Und irgendwie haben die so nicht so viele Erdbrocken irgendwie in der Luft sind. Eine Frage an, wie hieß da nochmal Notch oder die Entwickler von Minecraft jetzt. Habt ihr das, warum spawnt, warum tut jeder dritte oder vierte oder keine Ahnung, wie viel da? Oder ist das ein... Hat das viel Problem oder was ist hier los? Jedes x-te Vieh, was ich hier sehe, was auftaucht, tut so, als hätte es mich gesehen und beschädigt sich selbst, indem sich irrelos durch die Luft teleportiert. Ach, das Ding nicht mal im Tastenschrank oder was ist da los? Immer so erschrecken hier. Ja, den Lavasee kann man natürlich auch nicht übersehen. Und da hinten ist unser Haus. Und da sitzen die zwei Schafe drauf. Einfach nur zu geil. Da können wir jede Folge schreiben. Hallo Schafe! Hallo! Ich sollte auf dem Rückweg besser so schnell wie möglich nach Hause kommen und am wenigsten an irgendwelchen Mistviechern vorbeilaufen. Weil wenn man erstmal flieht vor etwas, dann kann es sein, dass man ruckzuck, wie bei mir im ersten Part halt, in die erstbeste Scheiße reintritt. Und oh nein. Ja, erst beste Scheiße, dass man halt dann ein Vieh nach dem nächsten am Hintern hat und dann drauf geht. Mist. Ich muss außen um das Haus und wer weiß, was da jetzt lauert. Verdammt, und ich habe kein Schwert dabei. Gnade bitte, dass da kein Zombie oder irgendein anderes Vieh ist. Nein, da ist ein... Wow! Alter. Alter, jetzt geh schon auf die blöde Tür zu. Oh. Oh. Von 0 auf 180 in 0,2 Sekunden. Ich bin besser als ein Rennauto. Die Endermänner haben... Die Endermänner sind einfach nur geil. Geil Scheiße. Oh, da kriegt man jedes Mal ein Herzkasper. Jedes verdammte Mal. Und natürlich haben wir auf unserer Suche, vielleicht sollten wir bei der Suche das nächste Mal doch ein paar Mal ein paar Mal Kohle mitbringen. Und danke für die Lex. Naja, gut. Wir haben ja geilerweise 3 Eisen gefunden. Da werden wir uns irgendwann mal eine Panzerung machen und eine Eisenspitzhacke, weil wer weiß, wenn wir irgendwo rumsuchen in
was mal finden. Irgendwann wollen die auch Diamanten finden. Und